Im April dieses Jahres veränderte sich das Leben von Michael Schmidt von einem auf den anderen Moment. Wegen starken Nasenblutens ließ er sich im Klinikum Oldenburg untersuchen. Die Diagnose: eine Unterform der akuten Leukämie. Man bekommt die Diagnose und verdrängt es am Anfang. Bis man dann wirklich sagt, hallo, du hast Krebs, was kann ich machen, was muss ich tun, um überhaupt jetzt mitzuwirken, um gegenzusteuern, gegen die Krankheit. Und da kam die Idee, da ich laufe, sportlich weitermachen, das hilft einem wesentlich weiter. Das soll auch nicht heißen, dass man jetzt sagt, ich fange an zu laufen, ich habe jetzt die Krankheit besiegt. Das funktioniert so nicht. Es ist nur ein Beitrag, wo man sagt, ich fördere den Heilungsprozess an der ganzen Geschichte. Doch bevor überhaupt an einen Halbmarathon zu denken war, musste sich Michael Schmidt einer Knochenmarkstransplantation unterziehen. Sein Bruder kam als Spender für ihn in Frage. Nach der Transplantation und einer Erholungszeit wandte er sich mit seinem Ziel, Mitte Oktober den Halbmarathon in Oldenburg zu laufen, an seinen Arzt Professor Dr. Kasper. Ich war überrascht, dass er das machen wollte, als er mir das erste Mal erzählt hat, aber wir waren uns eigentlich einig, dass er das vernünftig vorbereitet und dass das auch im Bereich des Machbaren ist und dass er das auch nicht mit übertriebenem Ehrgeiz angeht, sodass ich das für wirklich eine ganz super Gelegenheit gesehen habe, die er für sich nutzen konnte, das dann auch durchzuführen. Der begeisterte Läufer setzte sich, trotz der kurzen Vorbereitungszeit, hohe Ziele. Ich dachte, ich schaffe die unter 2 Stunden 50, hatte ich mir gedacht. Hätte ich auch geschafft, aber eben halt so waren es in 3 Stunden 5. Und ist okay für mich. Ich habe es geschafft, für mich selber. In Anbetracht der Umstände eine tolle Leistung, mit positivem Effekt auf den weiteren Heilungsprozess. Sport ist insbesondere auch bei Krebserkrankungen empfehlenswert, weil viele der Maßnahmen, die wir durchführen, mit einer vermehrten Bettlägerigkeit in irgendeiner Form immer wieder einhergehen. Und gerade dem entgegenzuwirken, ist schon mal sehr positiv. Nummer 1 und Nummer 2 gibt es auch Untersuchungen, die eben zeigen, dass Menschen, die mehr Sport in einer solchen Situation machen, und hier sprechen wir dann ja auch über die Knochenmarktransplantation, dass diese Patienten also deutlich besser mit der Transplantation fertig werden und auch bessere Chancen haben, das Ganze gesund und heil zu überstehen. Für den 49-jährigen Butt Jardinger soll es im nächsten Jahr übrigens weitergehen mit dem Laufen. Im Juli ist in Delmhorst ein 24-Stunden-Lauf, den ich als Einzelläufer machen werde. Das wird ein Spendenlauf. Und der nächste Halbmarathon ist eben halt im Oktober in Bremen, wo ich dann auch starten werde. Und wenn Michael Schmidt schon den Marathon der Stammzellentherapie gemeistert hat, dann wird ein 24-Stunden-Lauf hoffentlich kein großes Hindernis mehr sein.